Hallöchen Leute und willkommen zu F1 2017. Endlich können wir hier mit unserer Karriere loslegen und das Ganze ein paar Tage vor Release bereits, denn ich habe das Spiel schon ein paar Tage vorher erhalten, um das Ganze ausführlich für euch zu testen und das Ganze euch mal ein bisschen adäquat präsentieren zu können. Und ich würde sagen, wir können einfach mal direkt loslegen. Heute wird mein Redeanteil sehr, sehr ungewöhnlich hoch sein. Normalerweise bin ich ja beim Fahren relativ ruhig, aber es gibt viel zu erklären, es gibt einiges sehr Neues und ich möchte euch auf jeden Fall meine ersten Eindrücke zum Spiel hier zum Besten geben. Und wir sind hier schon direkt in der Teamauswahl und da gab es eine Abstimmung zwischen Renault und McLaren Honda mit über 3000 Stimmen und am Ende konnte sich Honda mit einer 51-prozentigen Mehrheit durchsetzen. Insofern, bitte die Leute, die von Renault geträumt haben, seid nicht enttäuscht. In F1 2016 hatten wir schon den guten Quäse und konnten uns damit einen WM-Titel sichern. Aber ja, dieses Mal hat sich McLaren Honda durchgesetzt und wir werden das britische Team zurück an die Spitze befördern. Und zwar mit Fernando Alonso an unserer Seite, selbstverständlich. Außerdem haben wir das komplette Qualifying, die Einführungsrunde haben wir selbstverständlich ebenfalls an. Und unsere Renndistanz wird 50% betragen. Und die KI-Fahrerstufe, die habe ich jetzt mal auf 105% gestellt. Ihr habt hier einen Schieberegler, das ist neu. Da könnt ihr nämlich unter den verschiedenen Schwierigkeitsgraden etwas spezifischer was raussuchen. Und es macht einen Unterschied, ob ihr jetzt beispielsweise auf 101% fahrt. Da fängt nämlich ultimativ an. Oder auf 110%. Und ich muss ehrlich sagen, am Anfang ist es sehr frustrierend, wenn man direkt auf 110% loslegen will. So wie ich. Ich bin einfach blindlings in die Karriere gestolpert. Hab da natürlich mir alles mal ein bisschen angeschaut und hab mir gedacht, okay, du wirst sowieso nochmal neu anfangen. Einfach damit ich euch alles besser präsentieren kann und damit ich nicht erstmal eine halbe Stunde irgendwie in Menüs rumdaddel und ja, keine Ahnung, quasi nichts bei rumkommt, sondern damit ich euch alles erstmal knackig erzählen kann, okay, das ist so und das ist so. Und was wir zum Beispiel auch machen können, ist unsere Reifen auszuwählen und das Ganze ändert sich etwas extremer als noch in F1 2016, allerdings haben wir nicht die komplett freie Wahl. Finde ich ein bisschen schade, aber immerhin ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und zwar werden wir, da wir McLaren Honda fahren, wahrscheinlich eh nicht ins dritte Qualifying kommen. Insofern können wir auch umso mehr Ultrasofts mitnehmen und die Reifen halten ja sowieso ein bisschen länger. Insofern, wir nehmen die weichste Mischung. Bei den Renneinstellungen haben wir da das Safety Car an. Jawohl, beim Autoschaden, da möchte ich nochmal schauen, wie der Simulationsschaden denn ist. Den konnte ich noch nicht austesten, aber wir werden auf jeden Fall mal gucken, ob wir da eventuell was umstellen. Keine Fahrhilfen haben wir und natürlich ist das Wetter dynamisch. Wir legen jetzt mal direkt los und jetzt kommt eine Cutscene. Ich bin still und deswegen sind auch heute erstmal die Stimmen an. Später werde ich natürlich die Stimmen auch muten, denn so sehr man Heiko Wasser mögen kann oder nicht, ich denke, die Anmod, die sollten wir übernehmen. Das geht dann ein bisschen dynamischer. Und das respektiere ich. Aber mein Klient hat eine Meisterschaft zu bestreiten. Bei unserer Teilnahme sind diese Lizenzbedingungen also verpflichtend. Ja, in Ordnung. Sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid. Wiederhören. Dass die immer so widerspenstig sind. Naja, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich muss vor dem Rennen noch ein paar Dinge mit dir klären. Erstens, wie verlangt, eine Kopie deines Vertrags. Es ist ein bindender Vertrag. Das Team behält sich aber das Recht vor, ihn bei Nichterfüllung der Anforderungen zu beenden. Du bist nur zweiter Fahrer, aber arbeite hart, erreiche deine Ziele und ich kann mehr rausholen. Ich werde auch versuchen, dich in ein paar Einladungsevents unterzubringen. Die Erfahrung und die Publicity wären gut für dein Image. Außerdem kannst du ein paar historische Autos fahren. Also dann, auf zu deiner nächsten Session. Viel Glück. Ja, das war unsere Agentin und das war schon mal so eine erste kleine Cutscene, die uns hier ein wenig einleitet. Diesen Bildschirm kennen wir in etwas abgeänderter Form schon bereits vom Vorgänger. Es kommt allerdings noch einiges Neues. Hier unter anderem haben wir rechts ein bisschen Obst. Ja, und die Einblendung, die hat uns nichts anderes mitgeteilt als das, was sie uns gerade gesagt hat. Ich habe mir einen grünen Helm rausgesucht, einfach damit man schön Kontrast bei Orange und Grün hat. Und außerdem erinnert es mich so ein bisschen an die Mazda 787B-Lackierung. Wir sehen hier die Rivalität, die hat sich ein wenig verändert. Lasst euch im Laufe des Let's Plays überraschen. Es hat sich im positiven Sinne verändert. Rechts unten die Teamanerkennung. Dort sehen wir, wie sehr wir im Soll sind beim Team und wie sehr das Team von uns begeistert ist.
Und hier haben wir natürlich die ganzen Komponenten. Und da können wir auch natürlich neue Komponenten anfordern. Hier haben wir die ganzen Motorenbestandteile. Und damit würden wir eine Rückversetzung in der Startaufstellung bekommen. Und es dauert ein wenig, bis die ganzen Komponenten eingebaut werden. Insofern verlieren wir auch Trainingszeit. Selbiges gilt beim Getriebe. Und hier haben wir nochmal die Reifenaufteilung. Hier haben wir auch noch die Tutorials, aber die müssen wir, denke ich mal, nicht sehen. Und ein Punkt, der ist ein bisschen schade, aber es werden tatsächlich die realen Grafiken teilweise verwendet von der FOM. Und die darf man nicht zeigen. Ich habe das mal ausgetestet, ansonsten würden die Videos gesperrt werden. Insofern muss ich manche Sachen leider überspringen. Ja, den guten Heiko Wasser überspringen wir mal. Und außerdem kommt da immer eine Grafik, die die Strecke nochmal präsentiert. Und auch die darf man leider nicht zeigen. Da gibt es nämlich Probleme. Da werden die Videos weltweit gesperrt. Und das wollen wir, glaube ich, nicht. So, hier haben wir natürlich auch nochmal alle Komponenten aufgelistet. Können auch nochmal alles tauschen. Wir sehen, die erwartete Lebensdauer ist relativ hoch. 5 Renndistanzen könnten wir damit abspulen. Allerdings hat das Jahr ja 20 Rennen. Und wir fahren nicht nur die Rennen, sondern auch Training und Qualifying. Insofern warten wir mal ab, wie lange die Teile wirklich durchhalten sollten. Gut, ansonsten bei der Reifenauswahl, gut, da hat sich nicht viel geändert. Und bei der Autoeinstellung, da habe ich schon mal ein bisschen was erarbeitet in unserer ersten Karriere, beziehungsweise in der ersten, wo ich mal ein bisschen geschnuppert habe, geguckt habe, okay, was gibt's denn hier und da? Und da habe ich mal allgemein, gut, ich glaube, ein bisschen mehr Flügel geht schon, obwohl das Fahrzeug, na, wobei es hat schon relativ wenig Power, das werdet ihr gleich beim Skillbaum sehen. Ansonsten ein bisschen an F1 2016 angelehnt, so Sachen wie die Radaufhängung, da müsst ihr aber nochmal ein bisschen drüber schauen, denn wenn ihr da einen hohen Wert nehmt, dann habt ihr ein extrem ja, unruhiges Heck. Beim Bremsdruck gehe ich auch nochmal ein bisschen runter, denn die Reifen blockieren viel schneller als im Hotlap-Modus. Und die Gewichtsverteilung, uiuiui, die habe ich noch hier hoch. So, da würde ich sagen, kann ich das nochmal gerade speichern, geht aber allerdings sehr flüssig von der Hand. So. Und damit hätten wir das geschafft. Gut, ich kümmere mich um die Änderungen. Und wir können gerade mal einen Blick auf die verschiedenen Programme werfen. Da ist einiges noch wie im letzten Jahr. Die Streckenakklimatisierung, das Reifenmanagement und das Qualifying-Tempo. Neu hinzugekommen ist das Benzinsparen, was quasi das Reifenmanagement ist, nur auf das Benzin bezogen logischerweise. Und die Rennstrategie kombiniert beides und schlägt euch dann eine Strategie fürs Rennen vor, je nachdem wie viel Sprit und Reifen ihr entsprechend verbraucht. Und die Teamziele, die gibt es auch in diesem Spiel. Gut, ansonsten gucken wir nochmal ganz kurz aufs Wetter. Und das hier wird, glaube ich, eine etwas längere Folge sein. Oh, da ist gerade was ein bisschen buggy. Okay, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Könnte sein, dass es einmal... Ja, okay, gut. Es ist jetzt auch hier drin, ein bisschen dooferweise. Hier kann man auch wieder den anderen zuschauen, logischerweise mit der schönen Animation, finde ich ja sehr cool. Und ja, ich würde sagen, wir können einfach mal direkt auf die Strecke gehen. Mit der Streckenakklimatisierung beginnen wir einfach mal und ja, legen auch direkt mal los. Ich habe auch schon bei der Vorbereitung natürlich ein bisschen geguckt, wie wird der Schwierigkeitsgrad die Trainingsprogramme beeinflussen und so weiter und so fort. Und ja, ich fange nicht bei 110% an, weil das einfach extrem krass ist. Man hat viel schnellere Fahrzeuge, vor allem in den Kurven, und muss sich da erstmal dran gewöhnen, denn die Fahrzeuge rutschen kaum noch. Sind auf den Geraden zwar ein bisschen langsamer, aber in den Kurven umso schneller. Die Autos rutschen kaum noch und du musst erstmal lernen, dass du das auf die Strecke bringen kannst. Das ist so ein bisschen wie das, was man Sebastian Vettel früher vorgeworfen hat. Der ist doch nur so schnell, weil der Red Bull so schnell ist, und ich sagte dann immer: Ey Leute, man muss aber auch in einem schnellen Auto schnell sein, ja? Du musst auch wissen, wie du so einen Red Bull fährst. Und dass es da durchaus Unterschiede gibt. Auch ein bisschen von der Fahrweise natürlich bedingt. Haben Vettel und Webber gezeigt. Und als dann so ein bisschen das Reglement sich geändert hat, hat man auch gesehen, das, was Vettel wirklich perfektioniert hatte, das klappte dann im folgenden Jahr nicht mehr. Er hat ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht, aber jetzt ist er wieder sehr, sehr gut dabei. Gut, jetzt haben wir sowieso wieder ein neues Reglement, aber auch schon 2015 und 16 war er super unterwegs. Ja, und die Trainingsziele, die werden tatsächlich auch vom Schwierigkeitsgrad beeinflusst. Also 101 und 110 ist auf jeden Fall ein Unterschied, was ihr davon nehmt. Und ja, ich kann schon mal sagen, dass wenn ihr mit 110 direkt starten wollt, dass ihr dann erstmal ein bisschen frustriert sein werdet. Da habe ich alle Classic Car Gameplays mit aufgenommen, aber
es ist am Anfang schon echt hart, kann ich euch sagen. Und ja, ich habe jetzt 105, glaube ich, genommen und ich werde pro Rennen oder alle zwei Rennen wahrscheinlich mal um ein oder zwei Stufen hochgehen, sodass wir spätestens zur Saisonmitte nochmal bei der höchsten Stufe landen. Gut, ansonsten haben wir hier die Streckenakklimatisierung auch direkt geschafft. Eine Sache zeige ich euch allerdings noch. Früher konntet ihr das DRS quasi schon unmittelbar bevor die Zone kam aktivieren. Jetzt müsst ihr definitiv in der Zone sein, damit das DRS dann auch entsprechend aktiviert wird. Das hat sich geändert. Davor konntet ihr nämlich noch so eine Zehntel, bevor ihr die Linie überfahrt, wo das DRS freigegeben wird, drücken. Und dann hattet ihr rechtzeitig das DRS. Das hat sich geändert. Da wurde es jetzt ein bisschen, ja, schwieriger gemacht, anspruchsvoller gemacht. Was ich grundsätzlich sehr cool finde. Einige andere Sachen gibt es dahingehend ebenfalls. Dann würde ich sagen, schauen wir uns was Neues an. Das Benzinsparen. Und dort können wir vielleicht sogar die Ultrasofts nehmen, aber nehmen wir erstmal die superweichen Reifen. So, sehr schön. Ansonsten kann ich euch auch jetzt schon sagen, dass der McLaren Honda zumindest bis zum Day One Patch mit das schwächste Fahrzeug ist. Der Sauber ist noch einen Ticken schwächer, aber mit dem McLaren Honda, da hat man auf vielen Strecken sehr wenig Spaß mit. Aber es ist eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen möchte. So, die Besonderheit hier ist, dass ihr die Spritmenge nicht anpassen könnt. Ihr bleibt auf Standard und ihr müsst versuchen, mit ein bisschen Lift and Coast, mit Short Shifting und so weiter und so fort, quasi euren Spritverbrauch zu reduzieren. Jeff, sei leise. Geht in Ordnung. Ja, wie nett der auch noch reagiert, ne? Wobei der neue Jeff echt richtig gut ist, muss ich sagen. Das ist eine super Verbesserung im Vergleich zum alten Jeff. So, und so wie ich es erfahren habe in meinen Probe-Sessions, musst du auch nur dreimal im grünen Bereich sein, damit du auch entsprechend die pink unterlegte Ziel-Session-Dingens bekommst. Uiuiui. Und ich gehe mal davon aus, wenn du im pinken Bereich die Runde beendest, dass du dann einfach zweimal grün quasi zugerechnet bekommst. Und dass du insgesamt dreimal grün oder... Na, ihr versteht das System. Die Wertigkeit ist halt grün 1, pink 2 und dass ihr dann insgesamt drei Wertigkeitspunkte sozusagen braucht. Nichtsdestotrotz habt im Hinterkopf, wir fahren auf Ultimativ, insofern das wird hier keine... Das wird ja jetzt nicht irgendwie super easy peasy werden, dass wir alles plötzlich dominieren. Oh mein Gott, ja, natürlich hält er da direkt an. Wobei ich sagen muss, dass die Gegner bei blauer Flagge doch sehr gut reagieren. Das werdet ihr im Monaco-Gameplay sehen, was jetzt in Kürze folgen wird. Denn heute gibt es einige Videos zu F1 2017. Und jetzt kann ich euch aber auch was Neues zeigen, nämlich die Frontflügel-Reparaturzeit. Die läuft im Hintergrund ab. Ihr könnt also währenddessen hier überall arbeiten, während es früher einfach pausiert wurde, das Spiel. Der Frontflügel wurde repariert und dann durftest du das Ganze erst auswählen. Hier hat man das ein bisschen dynamischer, du kannst einfach direkt loslegen und du könntest auch direkt auf die Strecke gehen, ohne den Flügel zu reparieren. Finde ich auch ganz cool, hat man auf jeden Fall sehr, sehr gut gedacht an das Ganze. Gut, probieren wir das nochmal mit dem Benzinsparen und wir können auch gerne die... nehmen wir die frischen Supersofts mit. Wobei, ich muss echt sagen, ich bin jemand, in F1 2016 war es schon so... Ich mag weiche Reifen einfach sehr gerne. Je mehr mechanischen Grip man hat, umso besser. Ansonsten ein bisschen was vielleicht zur Fahrphysik. Die ist ganz anders als in F1 2016. Ihr rutscht kaum noch rum. Ihr könnt fast in jeder Kurve direkt schon wieder Vollgas geben. So wie es auch in der Realität ist. Ich muss sagen, die Fahrphysik gefällt mir richtig gut. Die wurde ziemlich gut umgesetzt. Und ihr könnt relativ früh wieder raus beschleunigen, ohne dass ihr fürchten müsst, dass euer Fahrzeug einfach komplett quer geht und ja, euer gesamtes Rennen dadurch verloren ist. Auch mit dem Controller habe ich ein, zwei Runden mal getestet und kann euch sagen, damit fährt es sich auch ziemlich angenehm.
So, man muss hier bei solchen Programmen aber nur im Hinterkopf haben, dass man eigentlich auch reifentechnisch das Fahrzeug ans Limit treiben kann. Nur beim Sprit muss man aufpassen, bei den Reifen genau andersrum. Das sieht schon ganz gut aus. Bei den Schwierigkeitsprozentangaben habt ihr aber auch im hinten eingeklammert gesehen, was für eine Schwierigkeitsstufe die jeweilige Prozentzahl widerspiegelt. Also wenn ihr jetzt in F1 2016 entsprechend auf Legende gefahren seid oder so, dann wisst ihr, okay, in diesem Bereich ungefähr kann ich mich bewegen, und da wisst ihr auch, wo ihr das Ganze feinjustieren sollt. Gut, das war eine schöne Runde. Direkt mal ordentlich Grip mitgenommen. Und lasst euch auch nicht dadurch beirren, dass wir jetzt im Training so weit hinten sind. Wehrlein auf Softs ist noch vor uns. Wie auch in F1 2016 ist die KI im Training ziemlich am Limit. Und während die Strecke deutlich besser wird übers Wochenende gesehen, verbessert sich die KI-Zeit nur minimal. Heißt, man wird im Qualifying nochmal näher dran sein, und vor allem dann im Rennen werden wir unsere Chance nutzen und versuchen, einen 15. Platz zu holen. Viel mehr ist in dem Auto, glaube ich, auch wirklich nicht drin. Gut, aber ansonsten schauen wir jetzt mal hier auf die Schikane. Das ist nämlich eine, die ich super gern fahre, wenn sie gelingt. Ja, das ging schon einigermaßen gut, ohne die Kurve abzukürzen. Das sah nämlich super schön aus. Ich fahre die Fahrzeuge einfach sehr gerne. Man muss sich an so viel Grip erstmal noch gewöhnen, aber es ist einfach ein schönes Gefühl. So, und ich werde jetzt ein bisschen Short-Shifting machen. Ich werde mal Lift and Coast machen. Ich gehe mal bei 11.000 Umdrehungen immer in den nächsten Gang. Wobei ich glaube, es ist sinnvoller, wenn man hier in den grünen Bereich kommen will. Ja gut, das mache ich jetzt mal eher. Und versuche, die Zeit definitiv zu unterbieten. Denn in erster Linie sollte man hier definitiv die Zeit knacken. So, und das, was ich vorhin mit den Wertigkeitspunkten eventuell ein bisschen unhandlich erklärt habe, das seht ihr jetzt rechts oben. Wir sind jetzt schon bei gutem Benzinmanagement. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch eine Runde auf Grün abschließen, dann werden wir auch in den pinken Bereich kommen. Was uns quasi so einen Overall-Eindruck gibt. Oh Mann. Huiuiuiui, da wurde es nochmal richtig knapp. Da wurde ich ein bisschen leichtsinnig. Ah ne, es war doch gutes Benzinmanagement. Denn vorhin in meiner Probesession, da hatte ich zweimal grün und einmal rot und bin insgesamt bei grün rausgekommen. Gut, grün ist, glaube ich, auch ganz okay. Da kriegt man 30 Ressourcenpunkte für. Also eigentlich schon ganz okay. Und damit haben wir schon 80 von den insgesamt 200 zu holenden Punkten. Und die Teamziele, da haben wir schon 3 Stück geholt. So, Moment. Schließe ein Renntempo-Programm mit 2 verschiedenen Reifenmischungen ab. Also hier, Rennstrategie. Einmal auf Supersofts und dann, ja, nochmal auf Soft oder so. Gut, aber jetzt gehen wir erstmal zum Thema Reifenmanagement über. Aber auch hier werde ich die Ultrasofts nehmen. Die gebrauchten, bitte. Während ich euch so ein bisschen auch was zum Thema Virtual Safety Car, Strafen, Boxenstops etc. sagen kann. Es gibt einen Boxenstopp-Begrenzer, den ihr manuell aktivieren könnt.
Und ihr müsst dann auch wieder manuell das Tempo erreichen, mit dem ihr an die Box fahrt. Und was sehr, sehr lustig war, als ich mal so ein Rennen gefahren bin und mal einen Boxenstopp austesten wollte, ich habe nicht gemerkt, dass ich selbstständig losfahren muss. Ich habe mich aufgeregt, dass wir da irgendwie quasi die ganze Zeit stehen bleiben, aber und dachte, dass es der Bug ist, dass irgendwie alle vorbeigelassen werden. Aber nee. Es war tatsächlich so, dass ich selbstständig hätte losfahren müssen nach dem Boxenstopp. Außerdem das Thema Virtual Safety Car. Da gab es ja bei F1 2016 die Möglichkeit, kurz bevor es quasi aufgelöst wurde, dann wieder Vollgas loszufahren. Und man konnte das System ausnutzen, habe ich natürlich nie gemacht. Aber wenn du da irgendwie bei minus einer Sekunde im Delta warst oder so, dann gab es keine Strafe oder so. Hier ist es jetzt so, selbst wenn du nur irgendwie eine Tausendstel im Minus-Delta bist oder so, ja, wobei, so genau habe ich es nicht geprüft, aber ich war, glaube ich, bei einer Zehntel, ja, und das ist ja auch relativ wenig, kriegst du eine Durchfahrtsstrafe. Das ist relativ knackig, aber es geht ja in der realen Formel 1 zumindest um die Sicherheit der Piloten. Insofern ist es, glaube ich, eine nachvollziehbare Strafe und die wurde halt auch ins Spiel übertragen. Und da kann man schon mal sagen, wow. Ich finde es gut, dass an manchen Punkten so konsequent halt einfach geschraubt wurde. Die KI ist bei blauen Flaggen, habe ich auch gerade eben schon gesagt, relativ clever geworden. Und die Zweikämpfe sind allgemein meiner Meinung nach ein bisschen schöner anzuschauen. Es wird einige Classic-Gameplays geben, aber ich glaube, da ist es auch ein bisschen schwer für die KI abzuschätzen, wie man selbst jetzt unterwegs ist, denn... Huch, okay, sehr gut. Ah, ich glaube, man muss eine Runde hinbekommen, in der man pink oder grün hat. Okay, das wäre natürlich krass, wenn man da eine Runde nur schaffen muss. Kriegen wir vielleicht hin. Beim Thema Benzinmanagement. Mal schauen. So, fahren wir nochmal auf... Ah, die frischen Ultrasofts spare ich mir nochmal. Gehen wir mal zum Thema Rennstrategie, aber das erst... Ja, wobei, auf Supersofts können wir es jetzt schon machen. So, und ich führe meinen Gedanken weiter aus. Du kannst sehr, sehr schöne Zweikämpfe mittlerweile fahren. Bei den Classic Cars ist es natürlich ein bisschen schwer, aus Sicht der KI abzuschätzen, wie du jetzt fahren wirst. Denn wenn du jetzt ein V8-Fahrzeug hast, das ist auf der Geraden nicht so schnell, und die KI hat einen V10er, dann hast du ein echtes Problem, denn der V10er beschleunigt viel schneller und manchmal reagieren die halt einfach zu spät auf dich. So, hier ist es tatsächlich aber so, dass man Punkte holen muss, muss ich ergänzend dazu sagen. Das heißt, ihr bekommt hier für eine grüne Abschlusszeit 10 Punkte und ich glaube, für pink bekam man 20 Punkte. Und es wird gemessen, wie viel Sprit ihr benötigt. Es wird gemessen, wie euer Reifenabrieb ist und demnach wird euch eine Strategie empfohlen. Ja, aber was auch sehr schön ist bei den Zweikämpfen, ist, selbst wenn die KI ein bisschen Rempel-Mentalität an den Tag legt, dass, die Kollisionsphysik überarbeitet wurde. Und zwar so, dass ihr tatsächlich auch ein paar Berührungen haben könnt, ohne euch direkt wegzudrehen. Das war in F1 2016 ganz schlimm. Aber hier ist es halt so, selbst wenn ihr euch mal in die Quere kommen solltet, dann dreht ihr euch nicht direkt raus. Und das ist halt auch ganz angenehm. Es wird übrigens in den nächsten Tagen sehr viele Videos geben. Zu jedem Classic Car gibt es ein kleines Gameplay. Heute im stündlichen Takt bis 19 Uhr soll es ebenfalls Videos geben. Stimmt, hier kommt man nur in den grünen Bereich. Ja, das ist alles ein bisschen verwirrend. Das ist halt auch für mich ein bisschen neu noch. Auch wenn ich das alles schon ein bisschen mal erspielt habe, bin auch ich natürlich kein eingefleischter Profi jetzt, was F1 2017 angeht. Aber man merkt, der Mercedes ist sehr viel schneller. Da muss man kein Experte für sein.
Straße und wir konzentrieren uns auf die Trainingsprogramme. Für uns das einzig Wichtige hier. Und was das Thema Lackierung und Fahrernummern etc. angeht, noch haben wir keinen Day-One-Patch installiert. Wir sind halt ein paar Tage vorm Release noch. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass das alles noch nachgereicht wird. Das war in den letzten F1-Spielen halt auch genauso. Das wird knapp. 400stel. So, da seht ihr auch übrigens unseren Benzinverbrauch und unseren Reifenabrieb. Also da wird es auf jeden Fall nochmal ein Update geben, was das alles nachreicht. Und wir sind halt noch mit den alten Nummern und Lackierungen unterwegs. Das ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm, denn die Nummern zum Beispiel, die kamen ja erst in Spanien dazu. Und ja, ich glaube, in der Preview-Fassung, beziehungsweise vor Release die Fassung jetzt, da ist es jetzt nicht ein allzu großer Dorn im Auge. So, jetzt mal die Schikane noch ein bisschen flotter nehmen. Jawohl, das war richtig schnell. Aber wo steht unser Auto? Das ist die Frage. Und das werdet ihr gleich sehen. Denn wir springen gleich in die zweite Trainingssession und nach der ersten kommt der Skilltree mit den verschiedenen Leistungsstufen der Fahrzeuge. Auch da könnte sich noch was verändern, denn im Moment ist Williams ein wenig schneller als Force India. Und ich habe auch schon ein Vergleichsvideo aufgenommen in Monza. Da war Force India ebenfalls deutlich langsamer als Williams. Okay, ja, fahren wir noch eine Runde hier. Also Force India ist da nochmal langsamer als Williams gewesen. Allerdings könnte das, wie gesagt, auch nochmal gepatcht werden. Ich gehe davon aus. Insofern, das ist alles noch nicht final, aber wir beginnen quasi mit diesem Stand der Dinge. Und ich glaube, wenn man den Anfang der Saison beobachtet, dann ist es durchaus vertretbar, wo McLaren Honda im Spiel gerade steht. Ohne Fernando Alonso wären sie in der Tat dort, wo sie im Spiel aktuell positioniert sind. Zumindest zum Beginn der Saison. So, dann zeige ich euch auch nochmal, was in-game möglich ist. Ihr könnt nämlich hier rüberschalten zum Reifenabrieb selbstverständlich. Seht ihr auch Frontflügel und Getriebe inklusive Motor natürlich auch. Aber ihr könnt auch hier zu den Temperaturen und zu den verschiedenen Motorkomponenten schalten. Und da seht ihr, was sich nach und nach vom Fahrzeug, sagen wir mal, löst. Und hier sehen wir schon, dass wir teilweise 4% Abrieb auf gewisse Teile haben. Und das innerhalb des ersten Trainings. Und deswegen fahren wir hier auch nicht mehr großartig weiter, sondern wir springen gleich mal zurück an die Box. Gut, ganz kurz, bevor wir an die Box springen und ins zweite Training gehen, zeige ich euch mal meine Settings und kann sagen, das Spiel läuft wesentlich flüssiger als F1 2016. Das hatte bei mir bei 1440p schon Probleme. Es gibt hier drei verschiedene Sachen, die man auf Ultra Plus stellen kann. Hier kann man etwas bei der Umgebungsverdeckung nochmal erhöhen und da unten gab es nochmal eine Art von Schatten, SSRT-Schatten. Die würde ich allerdings nicht wirklich empfehlen, weil das hat bei mir ein bisschen die Performance zerschossen. Vielleicht kommen da irgendwelche Grafiktreiber, aber ich denke erstmal, dass Ultra gut genug ist. Oder Ultra hoch wurde es, glaube ich, genannt. Ja, Ultra plus Schatten braucht man dann auch nicht wirklich. So, hier hat man natürlich nochmal die Diagramme, mit denen man beobachten kann, wie die Reifen dann abgebaut haben tatsächlich und wie die Rundenzeiten waren im Vergleich zu den erwarteten. Da sieht man, in der zweiten Runde wurde es relativ knapp. Beim Benzinsparen sehen wir hier ebenfalls, was wir denn alles hier geschafft haben, sowie beim Reifenmanagement und genau da, die Strecke. Ich habe gedacht, dass es auf der linken Seite ist. Ne, auf der rechten Seite seht ihr es. Da seht ihr, wo wir quasi
besonders Benzin verbraucht haben, also über dem normalen Ausmaß, und wo wir besonders viel Benzin gespart haben. Die grünen Punkte dementsprechend natürlich die guten Bereiche, die roten, da wo wir viel Benzin verbraucht haben, unter anderem am Ende der Geraden, aber gut, da ist man halt im Drehzahlbegrenzer. Und hier sieht man hinsichtlich der Reifen, dass wir da durchaus einige, naja, Baustellen haben zumindest. Ja gut, aber auch einige, zum Beispiel die schnelle Rechtskurve, bevor der Sektor 1 endet. Da kannst du halt auch nicht langsamer durchfahren oder solltest es nicht. So, springen wir hier zum Ende der Session. Wie schon angekündigt. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Vettel, Bottas und Kimi Räikkönen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Wie gesagt, ich werde den Kommentator abstellen, nachdem wir diese Folge beendet haben, denn jetzt kommt noch eine Cutscene gleich. Ansonsten, wie gesagt, die KI ist im Training extrem schnell. Insofern lasst euch dadurch jetzt nicht irgendwie demotivieren, stellvertretend für mich, denn wir werden nochmal näher dran sein. Keine Sorge. Ich glaube, die KI ist auf 105% übrigens etwa eine halbe Sekunde langsamer als dann auf 110%. So, Cutscene. Ach, da bist du ja. Prima. Willkommen in deiner zweiten Heimat. Wir kriegen Unmengen an Echtzeitdaten aus der Fertigungshalle. Und alles läuft hier durch. Also verbringe ich mehr Zeit mit der Analyse der Berichte und weniger damit, dich ständig suchen zu müssen. Deswegen... Sorry. Sekunde. Ja, Chris hier? Ist es wichtig? Ich bin gerade beschäftigt. Okay. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Lass Sarah die Simulation nochmal neu starten. Okay. Entschuldige bitte. Was ich sagen wollte, wir haben dir hier einen Arbeitsplatz eingerichtet. Du hast mit deinem Laptop Zugriff aufs Netzwerk, also kannst du den F&E-Status überprüfen. Und lass uns wissen, wie du die Daten am Rennwochenende und in den Trainingsprogrammen einsetzen willst. Ach ja, und denk daran, Nachrichten aus der Fertigungshalle sind nicht nur gute. Manchmal gehen Tests daneben, so wie gerade eben. Und wir müssen was anderes versuchen, damit wir das hinkriegen. C'est la vie, fürchte ich. Ja, sehr, sehr freundlich direkt beim ersten Gespräch mit uns. Einfach mal einen Anruf anzunehmen. Wir bekommen direkt 3000 Ressourcenpunkte zugewiesen, was relativ schön ist für den Anfang. Aber ihr werdet sehen, dass es nicht so wie in F1 2016 ist, dass man mit 3000 Punkten einfach, ja, quasi eine Abteilung fast komplett durchentwickeln kann. Wir schauen jetzt mal, was es hier alles gibt. Wir haben jetzt einen neuen Bildschirm und dort haben wir, gut, hier nochmal die Übersicht in unserem Laptop. Hier haben wir nochmal die ganzen Komponenten, was mir auch letztens aufgefallen ist, hier haben wir plötzlich eine erwartete Lebensdauer der Komponenten von 280. Gerade eben waren es, glaube ich, 166 Runden. Finde ich ein bisschen komisch. Ansonsten hier die Sympathien der anderen Teams. Und da sieht man, wie der persönliche Ruf bei den anderen Teams ist. Und ich gehe mal davon aus, wenn man beispielsweise bei Toro Rosso startet, dass man dann relativ hoch im Kurs steht bei Red Bull zum Beispiel, um ein sehr, sehr einfaches Beispiel zu nennen. Und ja, das finde ich auch sehr cool, dass das umgesetzt wurde, dass halt unterschiedliche Teams einen auch wegen unterschiedlichen Parametern gerne haben wollen könnten. So, und außerdem, gut, die Ranglisten, die waren in F1 2016 ja schon unfassbar verbuggt oder voll mit Cheatern. Und gut, hier hat man den Trophäenraum. Ich denke mal, hier wird man deutlich mehr Saisons sinnvoll nutzen können als auch in F1 2017, denn wir haben hier rechts erstmal die Fahrzeugstärke und da seht ihr, McLaren Honda ist super weit hinten. Und wir haben hier den Forschungs- und Entwicklungsbaum mit 4 verschiedenen Punkten und 4 Zwischenkategorien. Die schauen wir uns erstmal gerade an. Da haben wir nämlich meiner Meinung nach recht sinnvolle Boni. Als erster Fahrer bekommt man ja mehr Ressourcenpunkte, das war zumindest in F1 2016 so. Und hier beendest du ein Rennen, 20 Rennen oder 60 Rennen als erster Fahrer und bekommst nochmal einen höheren Bonus. Also quasi so ein bisschen
ein Loyalitätsbonus, wenn man so will. Nach 3 Saisons als erster Fahrer bist du also ein ordentlicher Punktebringer für dein Team. Könnte man so argumentieren, dass du einfach sehr viel Erfahrung mit dem Team gesammelt hast und dementsprechend auch quasi ein Teamleader wirst. So eine Rolle, die halt zum Beispiel Nico Hülkenberg zugesprochen wird. Ansonsten hat man ja kleine, große und, wie wurde es hier genannt, ultimative Upgrades, bei denen man eine höhere Entwicklungszeit hat. Also ein ultimatives braucht 6 Wochen beispielsweise, ein großes 4, ein kleines 2 Wochenenden. Und hier kann man die Zeit halbieren, die man dafür benötigt. Also hier hast du dann entsprechend ein Wochenende statt 2 und wenn du dann 10 Einladungsevent abschließt, dann hast du 2 Wochen statt 4 für große und bei ultimativen 3 statt 6 Wochen. Außerdem die gleichzeitige Entwicklung. Hier kann man pro Gruppe eine Sache entwickeln immer. Im Moment. Dann nach 15 Trainingsprogrammen mit perfekter Punktzahl kann man 2 pro Gruppe abschließen, pro Abteilung, hier 3 und hier halt quasi unbegrenzt. Und hier hat man das Thema Boxenstops. Je nachdem, wie viele Boxenstops man gemacht hat, ist auch die Boxencrew schneller und wird dementsprechend auch schneller arbeiten. Könnte man mit dem logischen Argument entgegenkommen und sagen, hey, aber die trainieren doch Boxenstops irgendwie im Winter und so weiter und so fort. Da macht es doch keinen Unterschied, wie viele Boxenstops du quasi im Rennen machst. Aber ich finde es cool, dass es drin ist. Es muss ja nicht immer logisch sein, sondern es kann auch einfach nur ganz schön sein. Hier hat man die Strapazierfähigkeit. Hier rechts hat man das Chassis. Und in der jeweiligen Unterkategorie sieht man auch, wo das Team da jeweils steht. Beim Chassis sind wir gar nicht mal so schlecht unterwegs. Da haben wir das 4. Beste insgesamt. Ich würde dem jetzt nicht zustimmen, dass Red Bull ein besseres Chassis hat als Mercedes AMG. Aber gut, das sei mal da so hingestellt. Hier sehen wir, dass wir sehr, sehr weit hinten sind. Force India sogar noch weiter hinten ist. Dem würde ich ebenfalls nicht wirklich zustimmen. Insofern warten wir auf den Day-One-Patch mit dem Balancing-Update. Ich werde auch nicht zu viele Rennen bis dahin machen. Wahrscheinlich 2 Rennwochenenden. Und ich denke, da geht das noch klar, weil Force India war am Anfang der Saison auch nicht so wirklich stark. Gut, und hier sind wir beim Motor. Und da seht ihr, wo wir sind. Was ich sehr schön finde, ist, dass halt wirklich auch die Mercedes-Motoren, die Ferrari-Motoren und die Renault-Motoren auf einer Stufe sind. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dass in F1 2016 da sehr große Unterschiede noch bestanden, obwohl alle dieselben Motoren hatten. Und was wichtig ist, ihr habt nicht nur Upgrades, die auch schief gehen können, wie er schon gesagt hat, sondern, also ihr seht da unten auch anhand des Balkens, wie sehr das Upgrade auch die jeweilige Performance beeinflussen kann, sondern ihr habt hier auch 2 weitere Zweige. Und zwar könnt ihr hier die Qualitätskontrolle erhöhen, wodurch das Risiko zum Scheitern reduziert wird, um 7,5% jeweils. Das kostet aber natürlich wieder Punkte. Und ihr habt hier die Effizienz. Das geht beides quasi sofort. Damit könnt ihr eure unmittelbar bevorstehenden Upgrades halt perfektionieren, sodass sie garantiert gelingen und günstiger gelingen. Denn die Effizienz fordert, dass ihr weniger Punkte braucht. Und wenn ihr die höchste Stufe habt, dann braucht ihr 50% weniger Ressourcenpunkte für diesen Abschnitt aber nur. Dasselbe gibt es für das Chassis und dasselbe gibt es auch für die Aerodynamik. Und wir sind hier bei der Strapazierfähigkeit nochmal. Und das ist etwas, was wir vor allem bei unserem Auto, glaube ich, gut gebrauchen können. Wir können unter anderem den Abnutzungsgrad von Antrieb und Getriebe um 10% reduzieren und McLaren Honda braucht das definitiv und in China könnte das schon fertiggestellt sein. Ich werde hier nichts hinsichtlich Sicherheit, dass das Upgrade definitiv gelingt, machen, sondern ich werde erstmal aggressiv weiterentwickeln, weil ganz im Ernst, wir sind McLaren Honda, wir haben einen riesen Rückstand, wir müssen erstmal weiterentwickeln. Dann würde ich sagen, können wir auch mal beim Motor weitermachen, weil das ist im Moment das Frustrierende schlechthin. Und hier kann man durchaus auch mal sagen, okay, wir können die Effizienz erhöhen. Denn wir haben im Moment 600 Punkte hier als Kosten. Jedes Upgrade kostet im Moment 1000 Punkte. Und jetzt kostet dieses Upgrade zum Beispiel 900 Punkte. Wunderbar, denn jetzt können wir das Upgrade hier machen. Und wir können das Aerodynamik-Upgrade machen. Eins von beiden, Heckflügel, Haupttragefläche oder Frontflügel, Haupttragefläche. Ja, was nehmen wir denn? Wenn wir die Heckflügel-Effizienz verbessern, dann könnten wir ein bisschen weniger Flügel hinten fahren. Steigert die Topspeed ein bisschen mehr, als wenn man den Frontflügel verbessert. Gut, und hier seht ihr halt Abteilung ausgelastet. Das heißt, die entwickeln halt schon weiter.
und da können wir im Moment nicht mehr so viel machen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben drei verschiedene Entwicklungssachen im Gang. Hier sehen wir auch den Verlauf, wie sich die verschiedenen Stärken der Teams entwickeln. Und damit haben wir uns auch die gesamte Forschung und Entwicklung mal angeschaut. Insgesamt haben wir unfassbar viele Upgrades. Ich glaube 215 oder... Ich komme immer durcheinander mit der Zahl, aber ich glaube nicht, dass es 215 sind, wenn ich gerade so eine Überschlagsrechnung hier mache. Nee, dann sind wir bei 70... Moment. Es müssten auf jeden Fall deutlich mehr sein. So, Punkt. Ich glaube, es genügt, wenn man das sagt. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, dass man damit mehrere Saisons ausfüllen kann. Denn in F1 2016 war die Entwicklung schon ein bisschen frustrierend, wenn man dann einfach nach ein, zwei Saisons wunderbar fertig entwickelt hatte. Benzin sparen, dafür nehmen wir nochmal... Na, frische Ultraweiche will ich noch nicht verwenden. Aber für die Rennstrategie brauchen wir nochmal Ultraweiche. Aber dann doch lieber noch einmal das Benzinsparen testen. Wobei 30 Punkte sind eigentlich auch schon okay. Und für 5 Punkte brauchen wir, finde ich, nicht das eine Programm nochmal zu wiederholen. Ich glaube, das könnte auch etwas dröge sein, wenn ihr dann nochmal bei der Strategie dann zuschaut. Ja, das Auto fühlt sich einfach auf der Strecke wunderbar gut an. Zwar nicht gemessen an den anderen Autos, aber... gemessen am letztjährigen Formel-1-Spiel. Ja, grundsätzlich ist es meiner Meinung nach so, dass dieses Formel-1-Spiel, und das habe ich auch schon mal jemandem auf Facebook geschrieben, dieses Formel-1-Spiel ist, glaube ich, zu einem Vorgänger die größte Steigerung seit F1 2012. Das war damals sehr, sehr bahnbrechend, wie sich das weiterentwickelt hatte. Ups, da hatten wir einen kleinen Mikroruckler. F1 2012 hatte damals Formel 1 auf eine neue Stufe gehoben, meiner Meinung nach. Und ich glaube, F1 2017 zu 2016 ist so ein bisschen wieder... nicht nur wie eine Evolution, sondern wie eine Revolution. Es wird vieles behoben, was ich wirklich immer schlimm fand. Zum Beispiel, wenn ich am PC halt auf Alt-Tab drücke, um quasi in ein anderes Fenster mal kurz zu gehen, dann hatte ich kein Force-Feedback mehr, wenn ich zurück ins Spiel gegangen bin. Ein Bug, der mich in F1 2015 und 16 sehr gestört hat und was dazu geführt hat, dass ich nach jeder Session quasi neu starten musste, das Spiel. Das ist mittlerweile anders. Das ist wirklich mittlerweile ganz anders. Und ich finde das wirklich super. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber ich kann euch auch gleich mal den Fotomodus zum Beispiel zeigen, den ich wirklich super finde. Denn in F1 2016 habe ich mich echt abgemüht, da mal einen guten Screenshot zu finden. Und da muss es auch aus der guten Perspektive sein, damit man da ein schönes Thumbnail machen kann. Aber hier funktioniert das wirklich super. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Oh, okay. Irgendwie immer im zweiten Training. Ich hatte nur ein einziges Mal noch Performance-Probleme und das war, glaube ich, im zweiten Training in einer Probesession. Ansonsten 20 Stunden mit den Classic Cars verbracht, kein einziges Mal Probleme gehabt. Soweit ich mich zumindest erinnern kann, aber... wenn überhaupt, dann vielleicht einmal oder so. Ja, okay, also die Anforderungen hier ans Benzinsparen, die sind aber auch ziemlich happig. Oh, komm schon! Nein! Im grünen Bereich noch gewesen. Jetzt will ich es aber wissen.
Für alle Leute, die in F1 nicht bewandert sind und sich ein bisschen mal hier reinschnubbern wollen. Lift and Coast, was hier quasi gefordert wird, ist, dass du kurz vor dem Bremspunkt vom Gas gehst und dann anfängst zu bremsen. Ist natürlich ein bisschen langsamer, weil man nicht den idealen Bremspunkt nimmt, sondern ein bisschen vorher schon vom Gas geht. Spart aber Sprit. Und genau das ist bei der Übung ziemlich wichtig. Außerdem, ja, schalten wir ziemlich früh, damit die Drehzahlen nicht zu hoch sind, denn da verbraucht man ein bisschen mehr Sprit. So, und jetzt könnten wir das hier im pinken Bereich abschließen. Also ihr seht, auf 105 ist das auch ziemlich happig hier. Wir sind halt auch auf Ultimativ noch unterwegs. 110 ist fast unmöglich, zumindest mit der Vorbereitungszeit, die ich jetzt hatte. Wenn ich in jedem Beta-Programm und so gewesen wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich hier auch direkt an die 110 wagen können. Aber ich habe das Spiel erst relativ kurz und ja, in dieser kurzen Zeit habe ich versucht, möglichst viel zu sehen, damit ich euch auch möglichst viel zeigen kann. Und da ist nicht viel Zeit für die Karriere geblieben. Die habe ich nur einmal probeweise angespielt, habe mir alles mal angeschaut, damit ich euch alles dementsprechend zeigen kann hier. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie 50 Stunden mit dem McLaren Honda gefahren, so wie es zum Beispiel auch damals bei bei F1 2016 ist, dass ich da einfach, Moment, Dialoge, dass ich da einfach unfassbar viele Stunden hatte irgendwann, sodass man vom letzten Startplatz aus immer gefahren ist, losgefahren ist und dann den WM-Titel gewonnen hat. So, Qualifying-Tempo ist der letzte Punkt. Und da müssen wir unter anderem auch als Teamziel im zweiten Sektor schnell sein. Ich würde sagen, wir können mal ins dritte Qualifying springen. Ich hoffe, dass uns mindestens ein Ultrasoft-Satz hier erhalten bleibt. Ja, Thema Setup kann ich euch jetzt schon mal empfehlen. Gewichtsbalance. Nicht zu weit nach hinten, sonst schwimmt euer Fahrzeug in die Kurve rein. Bremsdruck war im Hotlap-Modus sogar bei über 80% voll okay. Hier zickt der McLaren Honda aber rum. Hintere Radaufhängung im vorigen F1-Spiel ziemlich hochdrehen. Hier lieber relativ weit runter. Ja, das ist relativ gleich geblieben, genau wie die Option hier. Da hatte ich 70-70. Hier habe ich mich noch nicht so dran getraut. 4-4 Flügel, einfach weil es der McLaren Honda ist. Aber ansonsten würde ich wahrscheinlich sogar in einem Mercedes oder so überlegen, auf 7-6, 8-7 oder vielleicht sogar 9-8 zu gehen. 9-8 war ja meine Lieblingseinstellung in F1 2016. So, und ansonsten hoffe ich, dass die beiden Reifen uns abgenommen werden. Ja, wobei, der frische Ultrasoft bleibt definitiv bei uns fürs dritte Training. Und das machen wir jetzt. Los geht's! So, die Zeiten. Ganz vorne Hamilton mit einer 1.23.8. Wir noch mit einer 1.28.7. Ich kann ja schon mal als kleine Entwarnung durchgeben. Ich bin, glaube ich, im Qualifying in den Probe-Sessions eine 1.26.0 gefahren. Ja, also da geht noch ein bisschen was, auf jeden Fall. Aber klar, wir sind das Schlusslicht. Wir sind McLaren Honda, aber wir sind auch irgendwie ein bisschen sympathisch. Die Underdogs. Gut. Hier haben wir kein Obst mehr, schade. Aber ich finde es schön, dass es ein paar andere Hintergrundscreens sind. Da kommt ein bisschen Abwechslung rein. So. Gut, 5% Gesamtabnutzung der jeweiligen Abtriebskomponenten. Ja, auch das muss man natürlich berücksichtigen. Willst du da 5 Ressourcenpunkte mehr haben, aber dafür deinen Motor nochmal belasten? Oder willst du halt die 5 Ressourcenpunkte einfach entgehen lassen? Ja gut, im Moment würden uns Strafversetzungen eh nicht so wehtun. Das muss man halt auch dazu sagen. Und jetzt fahren wir mal mit dem Qualifying-Tempo. Dort wird übrigens auch noch eine weitere Stufe freigeschaltet. Ihr könnt da noch mehr Power abrufen. Ich finde es lustig, dass es bei McLaren Honda auch geht, weil als Gag hätte ich es sehr schön gefunden, wenn es nicht ginge. Aber nee, der Motor ist schon schwach genug, da muss man sich nicht noch weiter lustig über ihn machen. Genau, und gleich kann ich euch nochmal schön den Fotomodus zeigen. Der ist wirklich sehr gut gelungen. Und auch die Replays, genau.
Da kam ich mit dem Gedanken vorhin nicht zu Ende. Die Replays sind auch viel dynamischer geworden, was ich mir auch ein bisschen gewünscht hatte. Die Kameraperspektiven sind jetzt viel angenehmer. Das Ganze ist deutlich sehenswerter. In F1 2016 waren die Perspektiven ja teilweise wirklich... Keine Ahnung, da konntest du dir nichts davon geben. Aber die Anforderungen hier sind auch nicht allzu niedrig. Wir verlieren fast konsequent Zeit. Ja, ein bisschen abgekürzt, aber ich glaube, das wird eh nichts. Nee. Die Quali-Simulation hat mir schon in F1 2016 immer wieder das Genick gebrochen. Meine Kameraperspektive übrigens, die werde ich euch gerne mal in einem separaten Video mitteilen. Das ist so eine Sache, da haben viele Leute auch in F1 2016 nachgefragt. Und ja, ich habe immer auf das erste Video verwiesen, aber bis man das da findet, das ist ein bisschen unhandlich. Da wird ein separates Video noch erscheinen vor Release. Ich finde dieses erweiterte Field of View sehr cool. Ich habe die Kamera sehr weit nach hinten gestellt, ziemlich weit nach oben. Und muss sagen, ja, mir gefällt sie, die Perspektive. Man sieht auch, wie breit die Autos sind. Finde ich auch sehr schön. Da mache ich natürlich kein Geheimnis draus. Da könnt ihr dieselbe Perspektive nehmen. Ja, aber es ist schon echt heftig, ne? Auf der Geraden verlieren wir trotz relativ niedriger Flügel auch zu der erwarteten Zeit extrem viel. Ja, und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber auch Controller-Spieler unter euch, die werden ein sehr entspanntes Fahrgefühl haben im Vergleich zu dem, was man bei F1 2016 geboten bekommen hat. Da war das Fahrverhalten ja unfassbar zickig. Also jede Eingabe wurde ja quasi zu einer Rutschpartie. Okay, das sieht nach einem okayen Versuch aus. Ohne abzukürzen, jetzt ziemlich gut durch die Schikane gekommen. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ah, oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Aber wir haben leider nicht bekommen, was wir brauchen. Wir müssen nochmal beginnen. Ja, wir müssen nochmal beginnen auf gebrauchten Ultrasofts, die schon 17% drauf haben.
Nee, dem Motor möchte ich das auch nicht antun. Einige Komponenten haben schon 7%. Auch eine Sache, die ich sehr schön finde, ist der flüssige Übergang, den man hier nutzen kann zwischen Controller und Lenkrad. Ich habe meinen Controller auch schon angeschlossen an einen USB-Port. Und für einen Fotomodus zum Beispiel ist das super. Da kann man hin und her switchen, ohne dass euer Lenkrad irgendwie sein Force-Feedback verliert oder so. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. So, jetzt mal auf den Mager gehen und dann drücken wir mal hier die Replay-Taste. So, hier unser schöner grüner Helm. Und ich finde die Kamerafahrten eigentlich ganz geil. Okay, gut. Es laggt im Moment so ein bisschen. Könnte auch daran liegen, dass mein PC heute 10 Stunden F1 2017 abgespielt hat. So, und jetzt drücken wir mal die Starttaste und dann kommen wir hier in den Fotomodus. Sehr, sehr schön meiner Meinung nach das Ganze. Und ja, hier die Nummer 73, sehr schick. Und ja, ihr habt sehr viele Sachen. Ihr könnt die Belichtung anpassen. Ihr könnt die Helligkeit anpassen. Was ich sehr selten nutze, dann doch lieber die Belichtung. Ihr könnt auch hier die Farbsättigung erhöhen. Und ich kann euch sagen, es gibt einige sehr schöne Thumbnails, die ich damit jetzt erstellen konnte. Ihr könnt den Kontrast erhöhen. So, Blumen. Ich muss auch sagen, dass ich mich nicht so super mit Fotografie auskenne. Deswegen Blumen und Objektivsträhnen, da weiß ich nicht, was genau das ist. Blendenflecken hatte ich noch nicht so wirklich. Mal in die Sonne gucken. Jawohl, da sind sie weg. Ausschnitt ist quasi so ein Linsenoptik und da könnt ihr auch die Größe bestimmen. So, ansonsten Schärfentiefe-Modus und da könnt ihr auch auf Schaltgetriebe, den Namen finde ich auch sehr geil, und dann könnt ihr quasi selbst den Fokus bestimmen. Achtet jetzt mal auf die Pirelli-Sachen, die werden jetzt schärfer und der Fokus rückt immer weiter quasi in den Vordergrund. So, und hier könnt ihr auch das Blickfeld erweitern, das Field of View. Und könnt unterschiedlichste Sachen hier natürlich auch ins Visier nehmen. Die Belichtungszeit gibt quasi wieder, wie das Geschwindigkeitsgefühl ist. Auch das so eine Sache. Wenn man das Replay pausiert hat in F1 2016, kam nie ein Geschwindigkeitsgefühl rüber. Das ist jetzt anders. So, bei dieser Option, da weiß ich auch nicht genau. Ah, doch. Okay, wir schauen uns einen fixen Punkt an. Und sehen eine orangene, klumpige Masse. So, und was auch ganz nett ist, ist, dass man die Tageszeit hier anpassen kann. Und ihr seht, auch der Schatten wandert immer weiter. Auch das sehr, sehr schön meiner Meinung nach. Und auch ja, das Logo kann man entsprechend positionieren, sodass es im Thumbnail halt nicht stört. Zumindest, naja, ist das für mich die schönste Funktion davon. Gut, Leute, damit würde ich sagen, haben wir sehr, sehr vieles hier gesehen. Wir springen einfach mal zurück hier zum Menü und schließen damit die dritte Trainingssession ab. Denn jetzt bekommen wir noch einen Rivalen und gut, da kommt zwar nochmal ein Dialog, aber das ist derselbe wie in F1 2016, nämlich, hey, du hast einen Rivalen, das ist gut, weil jetzt wird über dich gesprochen und der erste Rivale ist halt der Teamkollege Fernando Alonso und beim nächsten Mal sehen wir halt auch, wie sich dieses Rivalensystem zumindest ein bisschen geändert hat und ja, ich nehme an, die nächste Folge, das Qualifying, das wird etwas kürzer sein, denn naja, ob wir aus Q1 rauskommen werden oder nicht, das steht in den Sternen. Ja, und da haben wir schon die Agentin im Hintergrund, die da bereitsteht. Hi. So, sie berichtet uns über unseren neuen Rivalen und ich kann einfach jetzt mal parallel sagen, was da Sache ist. Ihr bekommt unter anderem beim Rivalitätensystem keine Punkte mehr, wenn ihr schnellste Sektorzeiten gefahren seid. Ja, also zumindest im Qualifying ist es so, wenn ihr eine gute Quali-Zeit habt, dann gilt die natürlich, wenn ihr das Qualifying abschließt ebenfalls. Aber es zählt nicht, wenn ihr jetzt irgendwie in Sektor 1 eine Tausendstel schneller wart als der Gegner, als ein vollwertiger Punkt. Das war sowas, was mich ein bisschen geärgert hatte bei F1 2016, weil ja, auch im Rennen, wenn da nochmal jemand einen letzten Stint macht und auf Supersofts geht, wo das auch die weichste Mischung ist, dann hat der halt einfach eine absolute Bestzeit oder so rausgehauen oder eine persönliche und konnte in jedem Sektor dir quasi ein bisschen Zeit abnehmen und hat dann irgendwie 4 Punkte bekommen für die Bestzeit und für den jeweiligen Sektor.
und konnte dich am Ende quasi punktetechnisch in der Fahrerrivalität in Grund und Boden stampfen. Ja, was da ein bisschen komisch war. Aber wie gesagt, das hat sich ebenfalls verändert. Und ich hoffe, dass ich euch einen guten ersten Einblick hier in F1 2017 geben konnte. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten zum Uploadplan der Karriere. Ich überlege, dass es so ist, also jetzt für die erste Woche ist es so ein bisschen unregelmäßiger alles. Also da wird viel Stuff kommen. Wahrscheinlich mehr als für gewöhnlich, als später. Aber ich werde definitiv zum Beispiel das Training mit reinnehmen ins Programm. Vor allem aus dem Grund, weil wenn ich das Training weglasse, dann wird es nicht mehr Videos geben, weil das Training muss ich so oder so fahren und dann biete ich das doch lieber als Bonus für die Leute an, die das Training dann auch wirklich sehen wollen, und die, die es quasi dann nicht sehen wollen, die müssen es halt nicht schauen, die gucken am nächsten Tag beim Qualifying wieder vorbei. Also Leute, damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten, wenn ihr Bock auf F1 2017 habt, ich kann es an der Stelle im Moment zumindest noch sehr empfehlen. Schaut in die Beschreibung, dort findet ihr zum einen die ganzen Playlists, dort findet ihr darüber hinaus auch einen Link, wo ihr das Ganze auch bestellen, / vorbestellen könnt, und ihr findet mich auf den verschiedenen Social Media Kanälen. Ich spam euch da nicht voll, und auf Twitch gibt es wahrscheinlich auch ein paar Livestreams zu F1 2017. Bis es soweit ist, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, haut rein, bis zum nächsten Mal bei F1, macht's gut!